Ich bin Kai Kramer, bin 52 Jahre alt, habe sehr spät mit meiner Selbstständigkeit angefangen, also effektiv erst Anfang 2023, ein gutes Jahr ist das jetzt her. Und ich berate Firmen und vor allem in dem Bereich künstliche Sprachintelligenz. Ich helfe denen, interessante Lösungen mit den neuen, ja, ich sag mal Sprachbots, ChatGPT und so zu erzeugen. Meine Kunden sind vor allem im Bereich aktuell Content. Relevante Unternehmen, Verlag und sowas unterwegs und habe so ein paar spannende Projekte da abgewickelt. Ich war zwar mental schon vorbereitet auf die Freelancer-Tätigkeit, bin aber so im Nachhinein komplett ohne Plan da reingestolpert. Hatte zufällig einen Kunden gewonnen, in einer Nische, wo ich zwar gut bin, aber gar nicht rein wollte. Also ich hatte keine so perfekte Positionierung, keine Klarheit, was meine Positionierung ist. Und natürlich, das Problem, was wahrscheinlich jeder Freelancer hat, habe ich Stundensätze gehabt, die jetzt auch nicht sonderlich interessant waren im Nachhinein. Ich habe keine echte Akquise gehabt, ich habe einen rudimentären LinkedIn-Auftritt gehabt, ich hatte keine klare Positionierung und vor allem wusste ich selbst nicht hundertprozentig genau, wo ich mich und wie ich mich positioniere. Ja, ich habe halt gemerkt, dass ich in die Selbstständigkeit eher so reinstolpere aus der Festanstellung heraus, habe zwar sehr viel fachliche Expertise mitgebracht, bin Experte auf meinem Bereich, aber ein kompletter Laie, Anfänger in dem Bereich Eigenvermarktung, Selbstständigkeit, Unternehmensaufbau, Businessaufbau, Kundengewinnung. Mir war das bewusst, hat sich nicht sonderlich gut angefühlt und deswegen habe ich auch sehr früh mich dazu entschieden, bei euch das Programm zu starten. Der erste Wow-Effekt war effektiv die Verabschiedung von der Zeit gegen Geldkette, der stundensatzbasierten Abrechnung, hatte dann auch in einem der allerersten Calls direkt schon ein Angebot ausgearbeitet für einen Festpreis, ein Paketangebot ein Beratungsangebot für den Kunden. War ich sehr froh drum, war dann praktisch schon mal direkt der Proof, dass das, was ihr in der Werbung sagt, auch funktioniert. Und versuche jetzt seitdem primär diese Festpreisangebote in irgendeiner Variante zu vermarkten. Es ist deutlich angenehmer, gerade was ich ja durch meine Freelancer-Tätigkeit mir erhofft habe, ist mehr Freiheit, mehr Flexibilität und das kommt eben deutlich mehr zur Geltung als diese Bezahlung nach Stunden. Da schwingt ja doch noch so eine Art Angestelltensein, eine Verbindlichkeit für die Zeit mit und ich merke auch, dass die Projekte selbst, eine ergebnisorientierte Bezahlung haben, auch deutlich lösungsorientierter im ganzen Projektablauf sind. Gut, zum einen erstelle ich natürlich die Angebote so, dass es für mich schnell zu einer Lösung kommt, aber auch mit dem Commitment des Kunden. Ich bin da nicht einfach nur da und kann irgendwas tun, sondern ist genau definiert das Ziel. Und man hat ein Projekt mit einem klar definierten Ziel, mit einem klar definierten Ergebnis, mit einem klar definierten Abnahmekriterium. Der Kunde überlegt sich vorher, was ihm das wert ist. Und es ist ihm dann auch wert. Und er hat ja ein Interesse, das möglichst schnell zum Ergebnis zu führen. Und ich natürlich auch. Und deswegen ist da deutlich mehr Zug drin von beiden Seiten. Ja, ich komme ja effektiv aus der Festanstellung mit dem ordentlichen Fixgehalt, sage ich mal. Also ganz typisches Angestellten-ITler-Gehalt nenne ich es mal. Und habe mir so ein bisschen als große Vision vorgenommen, in einem Monat mal mehr zu verdienen, was ich vor in einem Jahr verdient habe. Das habe ich jetzt noch lange nicht erreicht. Aber natürlich hat sich jetzt mein Umsatz im Vergleich zu dem Anstellungsgehalt deutlich verbessert. Er ist auch permanent wachsen, auch durch die ganzen Erkenntnisse bei euch. Meine klarere Positionierung, meine Spezialisierung mehr in eine Nische rein. Und ja, bin da sehr, sehr zufrieden mit dem Wachstum vom Umsatz. Guten Highlights sind auf jeden Fall diese Quartalsveranstaltungen, sind faktisch Pflichtveranstaltungen in meinem Kalender. Finde aber auch als Highlight überhaupt diese große Fülle von den ganzen FAQ und One-on-One-Meetings. Also ihr habt ja mehr auf dem Buffet, wie man essen kann. Aber ist für mich immer ein Highlight, da alle ich, also für mich ist Learning ist, ich versuche in möglichst viele reinzugehen, weil oft auch
Probleme angesprochen werden, die ich habe, aber von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich hatte. Und dann kann man gedanklich da mitgehen und dann natürlich tiefer in das Programm einsteigen. Es ist ja so viel Wissen, auch diese Vorlagen und die ganzen Videos. Ja, sehr viel Input, den er liefert. Die Arbeit bleibt natürlich bei ihm selbst. Ich glaube, für jeden selbstständigen Freelancer, der effektiv vor allem seine Projekte durch Personalvermittler alleine akquiriert, beziehungsweise in irgendwelchen Langzeit-Stammkundenthematiken drin hängt und dort wahrscheinlich auch mit einem langzeitkonstanten Stundensatz arbeitet. Ich bin noch nicht so weit mit Mitarbeitenden, ich merke aber langsam, dass es auch interessant wird. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert für Leute, die vom Freelancertum in die Unternehmenstätigkeit rein wollen. Das ist auch mein Ziel, dass ich jetzt nicht der Einzelplayer bin. Und ich glaube auch, wenn man nur ein, zwei Mitarbeiter hat, ist es ja noch nicht so das richtige Unternehmen. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, aber vor allem für Leute, um überhaupt diesen Schritt zu machen.